So, jetzt wissen Sie schon, wie läuft die praktische Prüfung ab, wie ist die Durchführung, wie ist das Lehrgespräch, die Vier-Stufen-Methode und wie können Sie das umsetzen. Und wir haben auch schon viel, viel mehr Methoden noch angeguckt und da waren einige dabei, wie eine Gruppenarbeit zum Beispiel oder eine Projektarbeit. Das lassen Sie normalerweise nicht ein Azubi alleine machen, sondern hier geht es um mehrere Azubis. Ja, und mehrere Azubis, das ist was ganz anderes. Mit einem allein im Vier-Augen-Gespräch, da verhält sich der Azubi oftmals ganz anders, wie wenn Sie plötzlich eine ganze Gruppe mit 12 Azubis haben, die Sie jetzt sozusagen im Zaum halten müssen. Und deswegen gucken wir uns als nächstes an, was die Theorien zu Gruppen sind und was Sie jetzt daraus lernen können für die Arbeit mit Ihren Auszubildenden. Als allererstes mal gibt es eine Kennzeichnung dafür, was eigentlich eine Gruppe ist. Man sagt immer Gruppe, ganz klar. Aber es gibt ein paar Merkmale, die jede Gruppe auszeichnen. Ganz oben sehen Sie hier, das erste wichtige Merkmal ist die Rollendifferenzierung. Es gibt also unterschiedliche Rollen, die wir innerhalb einer Gruppe einnehmen. Das heißt, nicht alle sind gleich, sondern manche sind eben ein bisschen gleicher. Und ja, was könnten das jetzt für Rollen sein? Also im Normalfall gibt es immer innerhalb einer Gruppe einen Gruppenführer. Sei es bewusst von oben vorgegeben, dass jemand sagt, du bist der Teamleiter, du hast das Sagen. Aber auch wenn es nicht so ist, wenn es eine informelle Gruppe ist und man es eigentlich sagt, alle sind gleich, gibt es immer einen, der so ein bisschen die Führung an sich reißt, der die Gruppe steuert, ein bisschen lenkt und motiviert oder eben vielleicht auch ein bisschen bremst. Das ist dann der Gruppenführer innerhalb dieser Gruppe. Dann gibt es meistens irgendjemanden, der auch ein sehr starkes Gruppenmitglied ist, aber so ein bisschen dieser Gegenpol zu diesem Gruppenführer ist. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die sich ein bisschen mehr zurückhalten, sich mehr auf die eine oder andere Seite schlagen, ein bisschen so die Mitläufer sind. Oder vielleicht sogar auch Außenseiter. Irgendjemand muss ja der Sündenbock sein. Oder, den Fachexperten oder den Spezialisten. Also Sie sehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich mich innerhalb einer Gruppe positionieren kann. Und auch ganz interessant, je nachdem, in welcher Gruppe Sie sind, kann es auch sein, dass Sie eine andere Rolle einnehmen. In der einen Gruppe sagen Sie vielleicht, Mensch, hier schaut keiner, wie es vorwärts geht, dann ergreifen Sie möglicherweise die Führungsposition. In der anderen Gruppe haben Sie da vielleicht gar keine Lust dazu und halten sich mehr zurück. Allerdings, innerhalb einer Gruppe, wenn sich die Struktur mal gebildet hat, dann ist die sehr fest und lässt sich nur sehr schwierig auch wieder aufbrechen. Und diese Strukturen, wie sie sich bilden innerhalb einer Gruppe, das kann man dann auch bildlich darstellen und das nennt man dann Soziogramm. Also ähnlich wie ein Organigramm in einer Firma, wo einfach steht, wer ist der Geschäftsführer, wer kommt drunter und wie ist das Ganze abgestuft. Und so ein Bild gibt es eben auch für Gruppen und dort nennt sich Soziogramm. Das dürfen Sie gerne hier sich dazu notieren bei diesem ersten Böbelchen, Rollendifferenzierung. Schreiben Sie es gerne dazu, Soziogramm. Wenn Sie sowas in der Prüfung gefragt werden, dann wissen Sie auch wieder, genau, das war die Geschichte mit den verschiedenen Rollen. Gut, dann schauen wir weiter. Weitere Kennzeichen sind hier, die sind relativ lange irgendwo zusammen. Also es gibt eine relative Nähe und Dauerhaftigkeit der Zusammenarbeit. Wir haben ein Wir-Gefühl. Dann haben wir hier unten noch, die reden irgendwie miteinander. Es gibt eine Art der Kommunikation. Dann haben wir noch gemeinsame Ziele, Werte, Normen, die sich innerhalb einer Gruppe herausbilden. Und noch, es müssen ein paar mehr sein. Einer allein wird keine Gruppe werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Hört sich eigentlich ganz logisch an und Sie sagen, ja, ist klar, das sind Kennzeichen einer Gruppe. Wir machen mal ein Beispiel. Es gab Zeiten, da haben wir Deutschen uns noch vor einem Aldi gestaut und sind angestanden. Vielleicht können Sie sich an das erinnern, als die ersten PCs beim Aldi verkauft worden sind. Da gab es ein paar, die haben sogar auf dem Parkplatz gezeltet, um am nächsten Morgen einen von den PCs zu erhaschen. Und viele jedenfalls sind gleich früh morgens gekommen und standen dann gemeinsam in einer Gruppe vor dem Aldi und haben gewartet, bis sich die Türen öffnen. Jetzt wollen wir mal gucken, das waren mehrere Leute, ziemlich viele sogar. Wir hatten vielleicht eine Rollendifferenzierung, die haben miteinander geredet, vielleicht hat sich da eine Art Rollendifferenzierung rausgebildet. Die waren da relativ lange, manche haben da übernachtet, das ist schon eine ganze Zeit. Und ja, die hatten wir gefühlt, die wollten alle einen PC haben.
Die haben gemeinsam vielleicht gefroren sogar. Also war das eine Gruppe? Eigentlich schon, oder? Alle Kennzeichen drin? Lassen Sie uns mal gucken, wie ist denn das hier mit den Zielen? Hatten die wirklich ein gemeinsames Ziel? Was glauben Sie, ist denn passiert, als die Türen aufgegangen sind? Da sind die alle gemeinsam gelaufen, und zwar manche um ihr Leben, damit sie nicht platt getrampelt werden. Und das ist keine richtige Gruppe mehr. Das heißt, die hatten alle dasselbe Ziel, aber kein gemeinsames Ziel. Und dementsprechend keine richtige Gruppe, um die es sich da gehandelt hat. Also zumindest dann nicht mehr, als die Türen aufgingen. Und welche Arten von Gruppen es jetzt gibt, das gucken wir uns hier an. Es gibt formelle und informelle Gruppen. Und ja, wenn Sie mal hier gucken, was hier dabei steht, formelle, informelle, dann sehen Sie, glaube ich, ganz schnell den Unterschied. Formell, der Name sagt es eigentlich schon, das ist was Formales, was vorgegeben ist. Die Gruppe wird von außen gebildet, das heißt zum Beispiel bei Ihnen im Betrieb. Die wenigsten, glaube ich, konnten sich aussuchen, wer sind die Kollegen in meiner Abteilung, sondern die mussten sie halt hinnehmen oder haben sich vielleicht auch darüber gefreut. Auf jeden Fall hatten sie da relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Das wurde von außen, vom Chef, gebildet. Oder wenn Sie ein Seminar besuchen, dann haben Sie auch relativ wenig Einflussmöglichkeiten drauf, wer ist mit in meiner Gruppe dabei, sondern das wird dann eben von dem Seminarträger gebildet und das ist dann Ihre formell gebildete Gruppe. Und dann bleiben wir gleich mal bei dem Beispiel. Ja, jetzt haben wir halt eine Seminargruppe. Sie arbeiten zusammen im Seminar, sie müssen sich da irgendwie austauschen, miteinander klarkommen. Und wie ist denn das? Gehen Sie deswegen mit allen gemeinsam in die Mittagspause? Wollen Sie mit allen gemeinsam was essen? Oder in der Regel nicht. Ne? Es gibt manche, die mögen Sie halt lieber als die anderen. Und dann bilden sich innerhalb dieser Gruppe manchmal nochmal kleinere Grüppchen. Die gemeinsam immer frische Luft schnappen gehen. Und die eben sich gern mögen und deswegen gemeinsam Mittag essen. Oder sich auch abends mal nochmal auf ein Bierchen oder Ähnliches treffen. Und das sind dann die informellen Gruppen. Die werden freiwillig gebildet. Das heißt, in eine informelle Gruppe gehe ich natürlich nur, wenn ich die gleichen Interessen habe wie der andere, wenn ich mich da wohlfühle, die Leute gut leiden kann und irgendwo ein gemeinsames Ziel habe. Auch in der Freizeit. Wenn Sie in einen Verein gehen, gemeinsam in einem Fußballverein sind oder in einer Jogginggruppe und gemeinsam joggen gehen, dann haben wir hier die informellen Gruppen. Und ganz klar, wenn sich da Ziele nicht mehr übereinstimmen oder wenn da Konflikte entstehen, dann kann man so eine Gruppe natürlich auch schnell wieder auflösen. Das ist also der Unterschied zwischen formell und informeller Gruppe. Ja, und wir haben vorhin schon mal angesprochen, es gibt unterschiedliche Rollen, nicht alle sind gleich und es gibt immer in einer Gruppe einen Führer. Das ist korrekt, das so auszusprechen, Führer darf ich so sagen, im Zusammenhang mit der Gruppe. Und dieser Führer in der Gruppe prägt natürlich die Gruppe sehr, sehr stark. Das heißt, er kann sie positiv oder negativ prägen. Positiv ist dann die gute Geschichte, der sagt, okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen ranklotzen, um unser Ziel zu erreichen und wir brauchen in unserer Abteilung, müssen wir das Ziel haben und jetzt machen wir halt noch mal eine Überstunde, dass wir das schaffen oder treibt die Gruppe vielleicht ein bisschen an, verbreitet positive Stimmung. In Ihrer Seminargruppe, wenn der informelle Führer eine positive Einstellung hat und dadurch gemeinsam mehr gelernt wird, dann hat es einen sehr positiven gruppendynamischen Effekt. Dann hält die Gruppe zusammen, man versucht gemeinsam Ziele zu erreichen und man motiviert sich gegenseitig. Oder wenn Sie in einer Gruppe sind und sich immer gemeinsam zum Joggen treffen, wenn der informelle Führer stark ist und auch sagt, ach gut, heute ist das Wetter schlecht, aber es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Das heißt, der motiviert Sie und Sie gehen dann trotzdem zum Laufen. Das wäre also eine positive Auswirkung. Ja, und umgekehrt geht es leider genauso. Das heißt, wenn der Gruppenführer eher negative Stimmung verbreitet, oh, was die schon wieder von uns wollen, das kann ja kein Mensch schaffen und total unrealistische Zielvorgaben und ach, oder beim Joggen, das Wetter ist schlecht, oh, dann lassen wir es doch ausfallen, gehen nächste Woche wieder, immerhin hat die Woche 52, immerhin hat das Jahr 52 Wochen, was macht da schon die eine?
dann zieht es natürlich auch so ein bisschen die Stimmung runter und die Leistung innerhalb der Gruppe wird gehemmt. Denn der informelle Führer prägt die Gruppe. Und wir haben hier so ein paar Beispiele noch drunter, was die Merkmale dieser informellen Führungspersönlichkeiten sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Seminargruppe sind, dann sind es oftmals die, die auch für die anderen sprechen oder auch in der Abteilung. Und sagen also, ich ergreife jetzt mal für meine Kollegen gemeinsam das Wort und versuche diese Sache zu regeln. Die werden in der Regel, auch wenn sich die dann mal melden und was sagen, nicht unterbrochen. Und die anderen hören auch auf das, was dieser informelle Führer sagt. Also deswegen eine sehr, sehr, sehr starke Rolle. Oder wenn Sie Gruppenarbeiten machen, Sie sehen es hier, dann sind es oftmals die, die dann freiwillig nach vorne gehen und das auch präsentieren. Ja, wie setzen Sie jetzt so eine Gruppe zusammen, wenn Sie Azubis zusammenstecken in eine Gruppe? Auf was achten Sie denn dabei? Also je nach Thema sollte die Gruppe natürlich nicht zu groß sein, denn dann wird die Gruppenarbeit meistens eher ineffizient. Oftmals sind so eine Gruppengröße von 3 bis 5 sehr, sehr positiv. Da kann sich jeder einbringen und man versteckt sich nicht hinter den anderen. Wenn es zu groß wird, dann zählt oftmals das Team toll ein. Andere macht's. Na, dann können sich ein paar verstecken und die starken 2, 3, die dann übrig bleiben, die machen dann die eigentliche Arbeit. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Deswegen darauf achten, die Gruppen nicht zu groß zu machen. Dann sollten Sie auch darauf achten, dass Sie ganz unterschiedliche Qualifikationen in die Gruppe reinnehmen. Also machen Sie nicht so Geschichten wie, wir machen eine Elite-Gruppe und eine Loser-Gruppe. Das wird mit Sicherheit früher oder später dann zwischen den Gruppen auch zu Konflikten führen. Und wie wollen Sie das dann machen? Die präsentieren was und dann werden die einen als die Loser geoutet und die anderen als die Helden. Dann müssen Sie sich eigentlich von den anderen sofort trennen. Da ist ja keine Förderung mehr da von den Auszubildenden. Und wenn Sie starke und schwache Gruppenmitglieder in einer Gruppe haben, dann ergänzt sich das gut und auch die Schwächeren werden besser gefördert, wenn wir hier eine gute Zusammenarbeit haben. Dann ganz wichtig ist, das ist jetzt Ihre Aufgabe, dass Sie den Gruppen auch ein klares Ziel vorgeben. Wenn Sie einfach sagen, oh, jetzt sind Sie mal zusammen, 5 Leute und jetzt überlegen Sie sich mal was, was Sie heute machen wollen. Das geht äußerst selten gut. Natürlich ist es Ihre Aufgabe, die Gruppe zu steuern, ein Ziel vorzugeben. Und Gruppenarbeit heißt nicht, okay, ich gebe mal eine Gruppenarbeit und ich habe jetzt Pause, ich habe damit nichts mehr zu tun. Sie als Ausbilder sind hier insbesondere gefordert. Denn Sie müssen nun gucken, ob das Ganze auch wirklich in die richtige Richtung läuft. Ob es nicht vielleicht einen informellen Führer gibt, der hier oben eher in die negative Richtung steuert. Dann ist es Ihre Aufgabe zu intervenieren und dazwischen zu gehen und nochmal über Gespräche oder über andere Maßnahmen zu gucken, wie kriege ich die wieder in die richtige Richtung. Und auch ansonsten müssen Sie natürlich parat stehen, wenn jemand Hilfe und Unterstützung braucht und der Gruppe da so ein bisschen moderierend zur Seite stehen. Ja, ansonsten ganz wichtig, immer beobachten, nicht völlig zur Seite gehen, beobachten, unterstützen und ja, moderierend eingreifen, wenn es mal nicht so läuft. Und wenn Sie sich einfach mal nur bewusst sind, dass Ihr Azubi, mit dem Sie im Vier-Augen-Gespräch möglicherweise ganz gut klarkommen, sich in der Gruppe mit Gleichaltrigen vielleicht ganz anders verhält und da ganz andere Prozesse ablaufen, dann haben wir schon mal eine gute Basis und dann wissen Sie auch, wann Sie eingreifen müssen und dann können Sie auch Gruppen von Azubis in Ihrem Betrieb gut steuern. So, dann kommen wir von der Herausforderung der Gruppen zu einer neuen, ganz wesentlichen Herausforderung. Was tun Sie, wenn Sie einen Azubi haben, der Lernschwierigkeiten oder Störverhalten zeigt? Das ist also unser nächster Punkt, Lernschwierigkeiten bei Azubis. Ja, und wie gerade schon angesprochen, hier gibt es 2 verschiedene Bereiche. Einmal diese Lernschwierigkeiten und da heißt es nicht, Mensch, der hat einmal eine schlechte Note aus der Berufsschule mitgebracht, sondern hier soll wirklich eine Lernschwierigkeit, eine Minderleistung über einen längeren Zeitraum gemeint sein. Also dass in vielen Bereichen die Noten abgesunken sind und das nun schon über Wochen oder Monate hinweg.
Ja, und Störverhalten, damit ist natürlich gemeint, der Azubi bringt irgendein Verhalten, das so nicht gewollt ist. Sei es, er kommt regelmäßig zu spät oder er nimmt vielleicht von bestimmten Kollegen keine Anweisungen an oder zeigt sich irgendwie anders, widerspenstig oder wie auch immer. Da haben Sie bestimmt auch schon das ein oder andere Mal Erfahrungen gemacht. Ja, und die erste Überlegung, die wir nun anstellen sollten, ist, warum? Woher kommt denn das jetzt? Und da gibt es ganz vielfältige Ursachen für solche Lernstörungen oder Störverhalten. Das erste, das Sie hier in unserer Liste sehen, das wären organische Ursachen. Naja, viele der Azubis, die Sie haben, sind vielleicht noch in der Pubertät, irgendwelche hormonellen Schwankungen oder ähnliches. Wenn es natürlich so eine organische Ursache ist, ja, was wollen Sie da machen? Schwierig, höchstens mal, es geht vielleicht um so einen Punkt, dass er gesundheitlich beeinträchtigt ist, dann kann man ja für diesen kürzeren Zeitraum mal die Leistung ein bisschen runterschrauben oder vielleicht nach anderen Arbeitsplatzbedingungen suchen, Pausen verlängern oder ähnliches. Gut, die nächsten, da wird es dann schon ein bisschen einfacher, auch was zu tun oder zu intervenieren. Wir haben hier als nächsten Punkt aktuelle Konfliktsituationen, Ursachen in der Familie. Natürlich können Sie nicht Familientherapie oder ähnliches machen, Gottes Willen. Das wird natürlich nicht verlangt. Aber wenn Sie das wissen, dass es gerade eine Konfliktsituation gibt, dann kann man entweder kurzfristig mal sagen, okay, dann nehmen wir jetzt ein bisschen Rücksicht drauf. Oder Sie können auch da wieder über Gespräche den Azubi unterstützen. Vielleicht sogar auch mit den Eltern sprechen, wenn der Azubi noch minderjährig ist. Vielleicht kriegen Sie da sogar eine Lösung bei. Ja, dann gucken wir weiter. Zu hohe Anforderungen. Sie haben einen zu hohen Perfektionismus, zu viel, das Sie erwarten. Und wenn über einen längeren Zeitraum die Anforderungen an den Auszubildenden zu hoch sind, das kennen wir auch von uns, man muss fast sagen, das ist eine aktuelle Modekrankheit, ja, dann droht irgendwann der Burnout, wenn wir eigentlich immer im Bereich der Überforderung sind. Vielleicht noch nicht ganz so bekannt, aber immer mehr im Kommen, vielleicht die Modekrankheit des nächsten Jahrzehnts. Das sehen Sie hier drunter, wenn die Anforderungen zu niedrig sind. Wenn sich der Azubi zum Beispiel immer langweilt bei der Arbeit. Das wird mittlerweile auch genannt, das ist der Bore-out. Also zu Tode gelangweilt. Und ja, ich würde es mir manchmal wünschen, aber tatsächlich, wenn Sie das dann haben und den ganzen Tag nicht wissen, was Sie zu tun haben und ja eigentlich nur überlegen sollen, wie sehe ich denn noch immer irgendwie beschäftigt aus, obwohl Sie nichts zu tun haben, können Sie sich vorstellen, klar, das ist mindestens genauso anstrengend, wie wenn Sie überfordert sind. Also auch ruhig da mal überlegen, haben wir eigentlich das richtige Niveau, haben wir über- oder unterfordert, denn beides ist ja im schlimmsten Fall ganz fatal für den Auszubildenden. Gucken wir weiter. Fehlende Motivation, Eigen- oder Fremdmotivation, da kommt es jetzt natürlich drauf an, da muss man ein bisschen gucken, wo kommt es her und eventuell kann man auch darauf einwirken. Vielleicht nur so ein kleiner Tipp, wir hatten es ja schon mal, in Motivation steckt Motiv. Also oftmals sind Sie schon einen ganzen Schritt weiter, wenn Sie dem Auszubildenden dann erklären, warum ist die Aufgabe wichtig, wofür tut er das, was ist der Hintergrund und dann kann man schon das ein oder andere Motivationsproblem damit lösen. Ja, gucken wir weiter. Der nächste Punkt, Einfluss von Freunden, Kollegen, Freundeskreis hat vielleicht gewechselt und man kommt eher in eine falsche Gruppe mit rein. Klar, auch das kann ein Grund sein für solche Störverhalten beim Auszubildenden. Oder auch hier sehen Sie besondere Interessen, Hobbys, die vielleicht sogar zu viel Zeit in Anspruch nehmen und deswegen ist der montags immer völlig fertig. In beiden Fällen können Sie natürlich ihm auch nicht verbieten, bestimmte Tätigkeiten am Wochenende zu machen, aber über Gespräche kann man schon das eine oder andere dann auch lösen und vielleicht ein bisschen zumindest eindämmen. Und bisher hatten wir immer irgendwelche Punkte, Ursachen, die irgendwo am Azubi liegen. Überlegen Sie aber auch ruhig mal ein bisschen selbstkritisch. Vielleicht liegt es tatsächlich auch an mir. Wir hatten ja auch schon mal Über-Unterforderungen. Da ging es ja schon mal in die Richtung, wo der Ausbilder auch einen Fehler macht. Aber vielleicht kommunizieren Sie mit Ihrem Azubi falsch. Vielleicht sehen Sie hier, Betriebsklima passt nicht. Der Azubi fühlt sich einfach nicht wohl in der Gruppe. Oder auch am Arbeitsplatz ist was nicht in Ordnung, eine schlechte Ausstattung,
Vielleicht hat der einen flimmernden Bildschirm und hat deswegen immer Kopfschmerzen und kann nicht ordentlich arbeiten. Also an was liegt's? Und da ruhig auch ein bisschen selbstkritisch überlegen, vielleicht ist auch der Fehler bei uns am Arbeitsplatz oder bei mir als Ausbilder zu sehen. Und das nochmal möchte ich betonen, heißt ja nicht, dass Sie grundlegend Dinge falsch machen. Denn vielleicht hatten Sie bisher Auszubildenden, wo diese Methoden immer funktioniert haben. Aber gut, jeder Mensch ist anders. Und wenn Sie dann vielleicht mal ein bisschen sensibleren Auszubildenden haben, muss man da vielleicht das ein oder andere Mal mehr Rücksicht drauf nehmen. Den ein bisschen anders anpacken und dann kriegen Sie auch die wieder motiviert. Ja, und Sie merken schon, ich habe schon die ein oder anderen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Für alle Ansätze haben wir immer eine Basis, nämlich Sie müssen erstmal mit dem Azubi reden. Sonst werden Sie nie rausfinden, woran liegt's. Da können Sie viel vermuten, aber Sie müssen reden mit Ihrem Azubi. Und deswegen machen wir einen kleinen Ausflug in die Kommunikationstheorie. Das sehen Sie hier. Da haben wir so ein ganz wichtiges Basismodell der Kommunikation hier mit eingefügt. Wenn Sie bei uns einen Fachwirt oder einen Betriebswirt machen, dann können Sie dazu ergänzend auch gerne die Einheit angucken, Kommunikation. Da diskutiere ich mit meinem Mann drüber, wie richtige Kommunikation funktioniert. Ganz spannend, gucken Sie ruhig mal rein. Wenn Sie sich gerade für den Ausbilder vorbereiten, dann erzähle ich Ihnen natürlich, um was es geht. Und Sie sehen hier ein Sender- und Empfängermodell, also es gibt immer zwei Seiten, die miteinander reden. Und wenn wir nun Botschaften austauschen, dann gibt es immer einen sachlichen Inhalt, die Zahlen, Daten, Fakten, die Sie übermitteln. Das sehen Sie hier oben, die Sachebene. Und es gibt eine Beziehungsebene. Also zwischen den Zahlen, Daten, Fakten, zwischen den Wörtern, die dort ausgetauscht werden, werden auch immer Emotionen mit übermittelt, Gefühle. Man sagt ja immer, zwischen den Zeilen muss man auch lesen. Ich behaupte jetzt mal, als Frau darf ich das. Wir Frauen kommunizieren manchmal ein bisschen blumiger als die Männer, nicht ganz so direkt und erwarten dann, dass man das dann eben richtig versteht. Als Beispiel, Mann und Frau auf der Autobahn. Selbstverständlich darf der Mann fahren, die Frau sitzt daneben und sagt, du Schatz, da vorne ist ein Rasthof. Der Mann sagt, jupp, richtig. Schatz, möchtest du einen Kaffee trinken? Und der Mann überlegt und sagt, nein. Fährt weiter, vorbei. Was ist passiert? Jetzt wird's äußerst kritisch im Auto, weil was wollte die Frau? Ja, entweder wollte sie selber einen Kaffee, die einen oder anderen spekulieren in die Richtung, aber meistens wollten wir einmal auf die Toilette. Und dann heißt es natürlich, Mensch, wie unsensibel, warum hörst du mir nie zu? Also, da sehen Sie, die Zahlen, Daten, Fakten sind tatsächlich nur ein kleiner Teil, das ist das, was wir bewusst kommunizieren. Und die Emotionen, das, was so ein bisschen dahinter steckt, was man ausdrücken möchte, ist viel, 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 viel größer. Überlegen Sie nur, wenn Sie jemanden gut leiden können, dann versteht man sich manchmal sogar ohne Worte, da braucht man gar nicht mehr groß was sagen. Während hingegen jemanden, den Sie nicht gut leiden können, dann haben wir ruckzuck diese Geschichte, es gibt das Sprichwort, dann legt man alles auf die Goldwaage. Und naja, dann haben wir ruckzuck auch ein Missverhältnis. Und ja, warum erzähle ich Ihnen das? Warum ist diese Kommunikation so wichtig? Natürlich gilt es auch für Sie und Ihren Auszubildenden. Denn wenn Sie mit dem regelmäßig reden, dann wissen Sie, wenn da irgendwas am Brodeln ist, wenn es irgendwelche Ursachen für Konflikte gibt. Und wenn Sie so eine positive Beziehungsebene geschaffen haben, dann traut sich der Azubi auch mal eher was zu Ihnen zu sagen. Der traut sich auch eher mal nachzufragen. Sie geben eine Anweisung, er hat es nicht verstanden. Wenn Sie eine positive Ebene haben, dann fragt er nach und Sie können es direkt klären. Also deswegen, Sie müssen nicht mit dem jeden Abend ein Bier trinken gehen, um Gottes Willen, aber hin und wieder mal sich unterhalten, vielleicht auch mal gemeinsam Pause machen, Kaffee trinken, um so eine gute Atmosphäre zu schaffen, das hilft ganz immens weiter und da können Sie auch vielen Problemen proaktiv vorbeugen und da so ein bisschen Prävention betreiben. So, jetzt gucken wir uns mal an, was so ein Konflikt, so eine Lernschwierigkeit eigentlich für den Azubi bedeutet. Und dazu haben wir folgendes Bild. Sie sehen schon, das ist hier so ein Kreislauf, der sich immer weiter verstärkt wie eine Spirale, also ein Teufelskreis.
Der Azubi zeigt so eine Leistungsstörung, ein Störverhalten und jetzt sagen Sie, das geht ja gar nicht, der kriegt jetzt mal ein ordentliches Kritikgespräch, sodass er danach mal weiß, wo es lang geht. Und jetzt geht das Ganze aber immer weiter. Also er kriegt eine negative Rückmeldung, dadurch wird er natürlich noch mehr verunsichert und durch diese Verunsicherung passieren ihm wieder Fehler, das Ganze häuft sich, dann kriegt es natürlich wieder ein Kritikgespräch, weil es nicht besser geworden ist, sondern sogar noch schlimmer. Und das Ganze dreht sich immer weiter und wird immer schlimmer. Und das heißt, wir müssen uns jetzt natürlich die Frage stellen, wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Und eine Lösungsmöglichkeit haben wir ja nun schon die ganze Zeit angesprochen, Sie müssen halt mal vernünftig reden mit Ihrem Auszubildenden. Also das dürfen Sie gerne unten drunter notieren. Suchen Sie das Gespräch. Und wie gesagt, nicht einmal auf den Tisch hauen, es muss jetzt anders werden, sondern ein vernünftiges Gespräch. Das werden wir uns auch gleich angucken, wie ein vernünftiges Gespräch vernünftig aussieht. Dann natürlich ebenfalls ganz wichtig, wenn Sie herausfinden und denken, es liegt einfach daran, dass die Anforderungen zu hoch waren, dann muss man die natürlich auch mal Schritt für Schritt ein Stück senken, sodass es dem aktuellen Leistungsstand des Azubis passt. Und natürlich heißt es nicht, dass Sie sagen, gut, aber dann lernt der ja nie das, was er lernen muss. Aber einen Schritt zurückgehen, um den Azubi wieder mitzunehmen und ihm dann Unterstützung bieten, dass er den Anschluss zu den anderen Auszubildenden auch wieder kriegt. Also nehmen wir mal an, er hat in der Schule in Mathe besonders schlechte Noten. Na, dann können Sie ihm natürlich nicht einen noch schwereren Test geben, damit er zu der Einsicht kommt, ja, okay, ich bin halt ein Loser, ich kann es nicht. Das ist ja genau das, was diesen Kreislauf verstärken würde. Sondern dann geben Sie ihm einfach mal eine einfachere Aufgabe. Erklären ihm das Schritt für Schritt. Und wenn er die dann lösen kann, hat er ein Erfolgserlebnis. Und wenn sich mehrere Erfolgserlebnisse nacheinander häufen, dann kriegt er wieder Selbstbewusstsein und jetzt können Sie Schritt für Schritt auch wieder das Leistungsniveau anheben. Und so kriegen Sie den eigentlich auch wieder dorthin, wo er sein sollte. Ja, und ich habe gerade gesagt, vernünftiges Gespräch, wie sieht denn das aus? Was müssen wir dabei beachten? Das gucken wir uns jetzt noch an. Es gibt hier so einen Ablauf. Bei Ihnen steht in dem ersten Kästchen schon drin, Klärung, was ist eigentlich das Problem? Sie müssen erstmal eine Analyse machen, hat er jetzt ein Störverhalten, kommt er immer unpünktlich oder bringt er schlechte Noten mit, in welchen Fächern bringt er denn schlechte Noten? Also warum ist Ihnen der Azubi eigentlich aufgefallen und warum haben Sie vielleicht über den aufgeregt? Also was ist die Ausgangssituation? So und jetzt natürlich, das haben wir vorhin schon angesprochen, im nächsten Schritt, woran liegt's? Und das muss jetzt im Gespräch geklärt werden. Das heißt, Sie, das können Sie jetzt gerne mitnotieren, im zweiten Kästchen, Sie klären mögliche Ursachen. Also wir hatten vorhin schon eine ganze Liste, was Ursachen sein könnten. Und wie kriegen Sie es jetzt im Gespräch raus? Klar, wer fragt, der führt. Stellen Sie viele offene Fragen und ja, vielleicht erzählt Ihnen der Azubi, um was es geht. Wir können nicht immer damit rechnen, dass er gleich mit dem Richtigen rauskommt. Vielleicht ist es was sehr Persönliches, was er nicht gleich erzählen will. Aber ein Versuch ist es allemal wert, um da ein bisschen Empathie zu zeigen, Einfühlungsvermögen. Und es ist einfach die Basis. Wir müssen wissen, woran es liegt. Denn ansonsten können wir nicht wirklich eingreifen und Maßnahmen. Und da sehen wir schon, das ist dann eben der nächste Punkt. Basierend auf der Ursache, was ist der Grund? Müssen wir also im nächsten Schritt mögliche Maßnahmen klären. Und das dürfen Sie gerne dann im nächsten Kästchen eintragen. Welche Maßnahmen stehen uns denn zur Verfügung? Was könnten wir umsetzen? Und da kann man ruhig mal eine größere Auswahl von Maßnahmen haben und die auch mit dem Azubi besprechen, was aus seiner Sicht ihm helfen könnte. Ja, und wenn Sie also mehrere Maßnahmen haben, dann müssen Sie sich natürlich irgendwann entscheiden. Man kann ja dann alles parallel machen, sondern entscheiden Sie sich für eine oder vielleicht zwei Maßnahmen, die Ihren Azubi unterstützen könnten. Das ist also das vierte Kästchen hier, wo Sie nochmal eintragen, Auswahl und Durchführung der Maßnahmen. Also nicht nur entscheiden, sondern natürlich auch machen. Also und jetzt braucht es dann natürlich auch ein bisschen Zeit. Jetzt müssen Sie es umsetzen und wenn der Azubi bisher schlechte Noten mitgebracht hat, dann wird er jetzt nicht morgen plötzlich der Top-Schüler sein. Also natürlich müssen Sie ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis diese Maßnahmen auch wirken können. Ja, und dann, wie immer, brauchen wir am Ende von so einem Kreislauf auch eine
Erfolgskontrolle, das können Sie also ganz unten jetzt eintragen. Eine Erfolgskontrolle, hat es denn geholfen? Sind die Noten denn jetzt besser geworden? Oder wenn das Störverhalten war, der Azubi kam immer unpünktlich. Ist er denn jetzt pünktlich? Wenn ja, ja, alles super. Reden Sie dann aber trotzdem nochmal mit Ihrem Azubi. Geben Sie ihm nochmal ein Feedbackgespräch und sagen Sie, super, also aus meiner Sicht läuft es jetzt alles rund, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Wie geht es Ihnen so dabei? Und dann können Sie nochmal eine Rückmeldung einholen und dann auch ruhig mal loben. Wenn nein, wenn die Erfolgskontrolle zeigt, Störverhalten immer noch da ist, hat sich nichts verbessert, dann müssen wir uns natürlich überlegen, sehen Sie diesen Pfeil, der hier außen hochgeht, war es denn wirklich die richtige Ursache? Also Sie könnten sich überlegen, vielleicht liegt es an was anderem. Ich hatte einmal den Fall, da hat mir eine Auszubildende erzählt, dass sie in der Zwischenprüfung so eine schlechte Note hat. Die kam gleich auf mich zu, weinend. Ja, sie war so nervös und sie wusste nicht recht. Und dann, oh, und es lag an der Nervosität. Dann habe ich sie ein bisschen beruhigt und meinte, das war ja alles nicht so schlimm. Viel später hat sich dann herausgestellt, dass es eine ganz andere Ursache hatte. Sie hat sich in der Abteilung nicht so wohl gefühlt und der Filialleiter hat einfach einen Tick zu hohe Anforderungen an sie gestellt. Sie hat sich sehr stark unter Druck gefühlt. Und wenn sich das dann später herausstellt, dass die Ursachen ganz anders sind, dann muss man natürlich hier wieder neu in Gespräche gehen, neu vermitteln, neue Maßnahmen ergreifen und dadurch zu einer besseren Lösung kommen. Vielleicht ist auch der Grund, das sehen Sie hier, dass Sie einfach noch nicht lange genug Zeit gegeben haben. Nicht immer war es eine völlig andere Ursache, sondern manche Dinge brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Und Sie sehen über diesen Weg, über dieses Gespräch, wenn Sie das so strukturiert aufbauen, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, gut einzugreifen und viele Probleme, die auftreten, damit auch zu lösen. So, kommen wir zu einem Störverhalten oder einer Auffälligkeit, die nochmal bei Weitem schwieriger zu lösen ist, nämlich dann, wenn es um Drogen oder Alkohol am Arbeitsplatz geht. Ja, heute tatsächlich ein Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Und dabei geht es nicht nur um die illegalen Drogen, sondern eben auch um legale Drogen. Alkohol ist eine legale Droge, allerdings von der Häufigkeit, wie oft Alkoholabhängigkeit auftritt, bei Weitem viel höher und für uns auch in Betrieben dann ein großes Problem. Ja, die erste Frage, die sich stellt, wie erkenne ich denn sowas, ob jemand abhängig ist? Ja, grundsätzlich schwierig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Sie mit jemandem tagtäglich zusammenarbeiten, es ist fast schwieriger zu erkennen, wie wenn Sie jemanden nur selten sehen. Denn in der Regel ist das Ganze ja ein fortlaufender Prozess. Es wird schleichend immer mehr, immer auffälliger. Aber durch dieses Tag für Tag immer wieder diese Veränderung zu sehen, nehmen wir es oftmals nicht so wahr. Anzeichen können jetzt sein, da haben Sie hier eine Liste, abnehmender Kontakt zur Familie, man arbeitet nicht mehr ordentlich mit, man hat weniger Interesse, sei es an privaten Dingen oder eben auch an den betrieblichen Dingen. Wir haben auch Unzuverlässigkeit, immer mehr Unpünktlichkeit. Man erscheint nicht mehr regelmäßig zur Arbeit, wie man das von den Mitarbeitern gewöhnt war. Dann auch Punkte wie Geldmangel, also wenn es um Drogen geht, die natürlich hohen finanziellen Bedarf haben, dann kann es eben auch schon mal sein, dass das auffällig wird, dass sich öfters Geld an verschiedenen Stellen ausgeliehen wird. Oder auch tatsächlich im Bereich Vernachlässigung der Körperpflege. Ein sehr sensibles Thema, wo Sie einfach auch ein bisschen beobachten müssen, suchen sich auch ruhig Ratschlag bei Kollegen, ob die das ähnlich sehen. Und naja, natürlich auch schwierig, so ein Thema dann bei dem Auszubildenden anzusprechen. Eins aber ist ganz wichtig, was Sie eigentlich völlig vergessen können, ist, dass Sie da selber irgendwas therapieren können. Das bringt nichts, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein, sondern wenn Sie dann das Gespräch gesucht haben und tatsächlich sich dieser Verdacht erhärtet, dass es hier ein Drogenproblem gibt, dann verweisen Sie einfach auf Beratungsstellen, unterstützen Sie dort ruhig, bieten dort auch die Möglichkeiten an und geben da einfach ein paar Kontaktdaten raus. Selber therapieren wird hier nicht funktionieren. Gut, und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, und zwar zur interkulturellen Kompetenz.
Interkulturelle Kompetenz, naja, ganz klar, wir haben Mitarbeiter, Auszubildende mit den unterschiedlichsten Hintergründen, auch Auszubildende mit Migrationshintergrund. Und da geht es nun darum, dass wir auch interkulturelle Kompetenz zeigen. Ja gut, und was ist damit gemeint, interkulturell? Also es geht darum, die mit ins Team zu integrieren, damit wir eine gute Zusammenarbeit zwischen den Auszubildenden haben. Und hier sehen Sie, das ist natürlich nicht immer so einfach, da können einfach Spannungen entstehen, weil man unterschiedliche Ansichten hat, weil sich die Azubis nicht einig sind und weil da einfach nicht genügend Verständnis für andere Kulturen vorliegt. Das wäre ein Grund, wenn Spannungen entstehen. Gerade natürlich auch, wenn es religiöse Unterschiede gibt und dann einfach aus Unverständnis oder Unwissen vielleicht auch Ängste vorherrschen. Wie können Sie damit umgehen? Was müssen Sie als Ausbilder tun? Ganz klar, hier sind Sie wieder als Vorbild gefragt. Wenn Sie mit unterschiedlichen Kulturen ganz offen umgehen, da vielleicht auch mal nachfragen und das gut integrieren können, dann fällt es natürlich auch den Auszubildenden leichter, Ihnen als Vorbild zu folgen und da auch mehr Verständnis zu zeigen und mehr Offenheit. Dann natürlich lassen Sie die Azubis ruhig was gemeinsam machen. Wir hatten das heute schon mal, wie setze ich Gruppen zusammen? Die sollten natürlich durchmischt sein, sodass sich die Auszubildenden kennenlernen und diese Unsicherheiten und Ängste einfach auch abbauen durch ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel, das gemeinsam erreicht werden muss. Und so ergibt sich das ganz automatisch, dass hier gemeinsam gearbeitet wird. Sollten dann in der Gruppenarbeit natürlich Spannungen auftreten, sind Sie natürlich wieder gefragt, dann einzugreifen, zu moderieren, Fragen zu stellen und unterstützend zur Seite zu stehen. Dann Toleranz als Punkt können Sie hier ebenso noch mit eintragen und ganz groß geschrieben, der letzte Punkt hier, Rücksichtnahme. Ein Beispiel, das hier schon aufgeführt ist, ist Ramadan. Die Religion sagt dann eben in diesem Zeitraum, dass tagsüber nichts gegessen und auch nicht getrunken werden darf und dafür sollte dann einfach auch Verständnis entgegengebracht werden. Oder wenn Sie eine ganze Gruppe von Auszubildenden haben, dann wird es ja manchmal auch schon schwierig, welches Essen bestellen Sie. Und wenn Sie dann kulturelle Kompetenz zeigen wollen, dann bestellen Sie halt zum Beispiel ein Cordon Bleu, nicht nur außenrum aus Putenfleisch, sondern dann lassen Sie halt auch im Cordon Bleu den Schinken weg. Insofern sind wir mit unserem Handlungsfeld Ausbildung durchführen schon am Ende. Sie haben die unterschiedlichsten Methoden gehört, wie muss die Ausbildung aufbereitet werden und sind jetzt am Ende auch noch auf verschiedene Schwierigkeiten eingegangen, wo es mal eine größere Herausforderung ist, die Auszubildenden zu mehr Leistung zu motivieren. Und ja, jetzt dürfen Sie sich direkt mal dran messen, wenn Sie bei uns dieses Video angucken, um sich auf die Ausbildereignungsprüfung vorzubereiten. Dann machen Sie jetzt direkt den Praxistransfer und dürfen dieses theoretische Wissen in Ihren Übungsaufgaben mit Versuch und Irrtum einmal ankreuzen.